Moin Leute, zu einem neuen Video von mir. Heute auch wieder nicht Bereich Motorrad. Heute versuche ich mal eine Anhängerkupplung an meinem Polo anzubauen. Ihr seid live dabei. Und zwar habe ich mir fürs Wohnmobil so einen kleinen ungebremsten 750 Kilogramm Anhänger geholt. Und als PKW habe ich so einen alten kleinen Polo 6N2. Und da habe ich mir für 80 Euro bei eBay so eine Anhängerkupplung geholt mit einem 13-poligen Satz. Die würde ich gerne hier drunter schrauben. Und ja, schauen wir mal. Ich denke mir, wir fangen jetzt an mit dem Stoßfänger. Den nehmen wir mal runter. Ist jetzt nicht ganz so viel Arbeit, denke ich mir. Da haben wir hier im Radkasten 1, 2, 3 Schrauben, auf der anderen Seite auch. Unten drunter sind hier irgendwo hier und da irgendwo noch zwei Befestigungen. Und hier oben haben wir noch Befestigung. Ja, die machen wir erstmal alle los. Und dann sehen wir weiter, ne? Ich denke mir für heute die Mechanik erstmal dran. Da wäre ich schon zufrieden mit. Und morgen dann oder vielleicht auch heute Nachmittag noch die Elektrik an die Rückleuchten anschließen. Da ist so ein universeller Elektrosatz dabei, also nichts mit Steuergerät oder so. Kriegen wir schon hin. Also, bis gleich. So, hier seht ihr einmal den Lieferumfang für diese 80 Euro Anhängerkupplung. Dann haben wir den Haken, den Träger für die Dose nachher. Wenn wir alles zusammenschrauben, Schrauben sind natürlich auch dabei und Muttern. So eine kleine Anleitung, dass man sieht, wie jetzt alles zusammen soll. Ja, ein bisschen spannender wird nachher der E-Satz. Der ist universell, dementsprechend wird der an die Rückleuchten angeschlossen. Oh, machen wir auch schon, machen wir keine Sorgen, kriegen wir schon hin. Wenigstens, dass die Bremslichter rückleuchten, leuchten. Das reicht uns schon. Hab den zwar 13-polig genommen, aber so diese ganzen Zusatzkabel für Dauerstromversorgung im Camper oder so. Also alles weg brauche ich nicht. Hauptsache Beleuchtung, Blinker, Bremse und sowas geht alles. Ja, hier seht ihr nochmal meine improvisierte Hebebühne. Einfach so aufverrampen, zwei Stück. Dann steht der Polo ein bisschen höher hinten. Muss ja nicht viel von unten dran. Brauche ich nicht in der Werkstatt fahren, den auf die Bühne nehmen. Kriege ich so hin. Ist jetzt Samstag heute. Hab mir das so vorgenommen, Samstag, spätestens Sonntag. Möchte also für nächste Woche das Ding auf jeden Fall fertig haben. Hab mir nämlich einen kleinen Anhänger gekauft, wie ich gerade schon erwähnt habe. Und den bekomme ich nächste Woche, hoffe ich. Der ist in der Zulassung im Moment. Corona-bedingt dauert das ein paar Tage länger. Die haben mir gesagt, eine Woche ungefähr. Der müsste also dementsprechend anfangen. Jetzt der Woche Anfang bis Mitte der Woche müsste der zugelassen sein. Und ja, dann kann ich hier mit dem Polo abholen und dann den einen oder anderen Rasenschnitt oder so, Grünschnitt auch mal mit dem Polo wegbringen. Ansonsten habe ich mir für den Hänger Schienen gekauft, so Fahrradträger. Die Schienen kommen eigentlich auf dem Dach drauf oben für einen Dachgepäckträger. Ich schraube die, wenn das geht, also ich möchte probieren, die in den Hänger einfach zu schrauben, dass ich eine Befestigungsmöglichkeit habe für Fahrräder. Ich habe mir ja eine Wippe fürs Vorderrad, fürs Motorrad gekauft. Die kommt in die Mitte in den Hänger rein, dann kann ich in dem Hänger meine kleine Honda mitnehmen, wenn ich mal im Urlaub fahre. Ja, das ist so der Plan eigentlich. Aber ihr bleibt da bestimmt auf dem Laufenden. So, ich werde jetzt die Kupplung mal zusammenschrauben, den Haken dran schrauben, den Halter für die Dose dran schrauben. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn die Stoßstange ab ist und die Kupplung zusammen ist. Bevor ich das noch vergesse, vielleicht über Abos freue ich mich. Jeder Babbo lässt ein Abo. Ja, finde ich eine super Sache. Ich bin jetzt bei knapp 300, also 298 oder so. Und ja, wäre klasse, wenn das noch ein paar mehr werden, ne? Also, schön auf Abo drücken, ne? So, bis hierhin war es eigentlich ziemlich einfach. Anhängerkupplung zusammengeschraubt, Stoßfänger ab. Ich
zeige ich euch jetzt mal ganz kurz, wo ihr schrauben müsst. Das ist einmal hier und hier, wenn ihr die Heckklappe aufmacht, hier war es eine Schraube. An der Seite vom Rad aus die 1, 2, 3 Schrauben. 25er Torx, ihr müsst ihr rausmachen. Dann könnt ihr die Radhausschale so ein bisschen nach vorne ziehen und dann müsst ihr hier oben hin. Da oben sitzt auch noch eine. Ihr müsst also pro Seite 4 Schrauben abhaben. 3 für die Radhausschale, eine, die oben den Stoßfinger hält. Wenn ihr das auf beiden Seiten habt, könnt ihr den Stoßfinger vorsichtig gerade nach hinten abziehen. Braucht an den Seiten nichts ausklipsen. Gerade nach hinten ab, dann habt ihr den Stoßfinger ab. Ach, Entschuldigung. Ah, hier unten, da und da auch noch jeweils eine 30er Torx. Also oben jeweils eine. Unten jeweils eine, dann könnt ihr die Stoßfingerabdeckung nach hinten abziehen. Die in der Mitte, da kommt ihr noch gar nicht dran, wenn die Abdeckung drauf ist. Die bleiben auch drin erstmal, außer ihr wollt hier den Plastikträger neu machen. Ja, also 1, 2, 3, 4 von hinten quasi, beziehungsweise von unten. Und 4 auf jeder Seite, 3 die ihr sofort seht und eine die so nach oben hin versteckt ist. Ich habe euch ja gezeigt wo. Dann habt ihr hier die Stecker von der Kennzeichenbeleuchtung. Stecker gehen bei VW fast alle gleich ab. Ganz einfach, ihr müsst nur wissen wie. Und zwar müsst ihr den erstmal so draufschieben, erstmal so zusammendrücken, als würdet ihr den draufschieben wollen. Und dann könnt ihr mit dem Finger hier das entriegeln und dann könnt ihr den nach hinten abziehen. Wollt ihr den nur entriegeln und nach hinten abziehen, ohne den zusammenzudrücken, kriegt ihr den nicht ab und dann brecht ihr die Nase kaputt und dann hält der Stecker nicht mehr. Also erst so zusammendrücken, als würdet ihr den draufschieben wollen, feste, dann entriegeln und dann nach hinten ziehen. Müsst ihr hinten, sieht man ja eigentlich, wenn man das so nach hinten zieht, geht ja vorne innen drin die Nase weg. Also eigentlich auch ganz einfach. So, ich werde jetzt mal gucken, dass ich den Aufprallträger abschraube. Ich denke 2 Muttern pro Seite. Dann kommt der Aufprallträger weg. Der entfällt ja dann und anstelle von dem Aufprallträger kommt ja dann die Anhängerkupplung dran. So, also wie gesagt, ich schraube den jetzt ab und schiebe dann mal den Träger rein. Dann sehen wir uns weiter. So, 5 Sekunden später alles fertig. Nein, stimmt natürlich nicht. Na gut, der Aufprallträger war natürlich ruckzuck abgeschraubt. War rechts und links 2 12er Schlüsselweite Muttern. Also wirklich, habe ich auch nicht geglaubt. Ich habe eigentlich gedacht, bei den alten Fahrzeugen sind dann noch 13er. Aber nein, jeweils 2 12er. Ja gut, jetzt habe ich die Kupplung einfach mal reingeschoben in die Löcher. Und dann sieht man an der Kupplung selber schon, vorne ist so eine Mutter aufgeschweißt. Da muss also von unten eine Schraube durch. Und an dem zweiten Loch ist nur ein Loch drin. Ja, das muss irgendwie mit Mutter angesetzt werden. Also Schraube, Mutter. Erklärt auch, warum ich 4 Schrauben und nur 2 Muttern habe. Also vorne sind Muttern an dem Träger dran und hinten müssen wir die irgendwie ansetzen. Jetzt ist natürlich der Auspuff so ein bisschen im Weg. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich den Auspuff loskriege und ein bisschen runterhängen lasse, dann das Hitzeschutzblech wegmache. Sonst werde ich wohl nicht an das Loch gucken. Ich lege mich da jetzt so ein bisschen mal drunter und dann halte ich euch auf dem Laufenden und ihr lasst das Abo da. Tschö. Also, ich habe jetzt mal reingeguckt hier und hier sieht man eigentlich recht deutlich hier vorne, da ist ein Plastikstopfen drin, den drücke ich raus und so 10 cm weiterhin ist noch so ein kleiner, danach kommt noch so ein größerer, den größeren ignorieren wir mal, aber die beiden kleinen Stopfen, also der erste und der zweite, sind auf jeden Fall für die Schraublöcher. Passt vom Abstand her, habe ich schon geguckt. Die werde ich jetzt also rausdrücken. Von unten an den ersten, den sieht man hier direkt. So, ich versuche mal hier Lampe und alles mit 2 Hände 5 Sachen zu halten. Also hier den ersten, an die erste Schraube kommen wir so dran. Und der zweite, da müsste der hier sein, der müsste auch frei sein. Da brauche ich also noch nicht mal den Auspuff für absenken. Ich hole jetzt die beiden Stopfen raus. Und dann probiere ich die Sache mal so. Die andere Seite wird noch einfacher gehen, weil da ist unten drunter einfach überhaupt gar nichts geschraubt.
Also sieht aus, als wäre das alles eine einfache Sache. Ich probiere mal und melde mich dann gleich. Also hier, die bekommt 50 Newtonmeter. Die eine müsst ihr, die vordere müsst ihr festhalten, die hintere könnt ihr so reindrehen. Ich werde jetzt gleich noch Unterbodenschutz besorgen und die Schraubenköpfe ein bisschen zuschmieren mit Unterbodenschutz. Hier kommt man super so dran, ohne irgendwas zu demontieren. Dann lege ich gleich noch die Elektrik rein, ein bisschen Kofferraum und ja, dann machen wir Feierabend heute. Es ist 20 nach 4, finde ich, wird doch Zeit. So, jetzt habe ich für den Kugelkopf hinten einen Ausschnitt hier so markiert. Und jetzt werde ich den mit der Stichsäge welche ein Stückchen raustrennen. Und dann hoffe ich, komme ich mit dem Stoßfänger an dem Halter dran vorbei für die Dose. Ja, probieren wir mal. Und wenn das nicht passt, wenn das zu klein ist, größer machen können wir ihn immer noch. Ne? Also, ich probiere mal. So, kleiner Zwischenstand. Hier ist alles soweit fest. Ich habe die Dose schon mal angeschraubt mit drei Schräubchen, drei Mütterchen hinter. An der Dose sind zwei Kabelbäume dran. Da geht einer von nach links, den werde ich hier durchführen. Ein kleines Loch in die Tülle machen und den Rest ein bisschen mit Knetgummi abdichten, mit so Butylschnur. Dieselbe Stelle habe ich hier rechts mir ausgeguckt. Hier geht der rechte dann gleich lang. Anschlussplan ist dabei. Gut, man muss ein bisschen link und recht muss man link und der recht, die sind beide, aber ich denke mir, das kann man ja trotzdem verstehen. Die ganze Sache kommt aus Polen, glaube ich. Steinhoff PL steht da drauf. Ja, und dann schließen wir das erstmal an, beziehungsweise als allererstes sehe ich erstmal zu, dass ich hier jetzt ein kleines Löchchen reinmache, den Kabelstrang da durchziehe und dann das da links durchziehe, dass ich den im Fahrzeug habe. Hier den Ausschnitt, den muss ich auch noch mal einen Zentimeter nach oben vergrößern, weil da diese V-förmige Halterung vom Kugelkopf, die hat sonst dagegen gestoßen, da muss also noch ein bisschen rausgenommen werden, aber insgesamt seht ihr, das sind nur ein paar Zentimeter. Die ganze Dose, die Elektrik steht vor der Anhänger, vor der Stoßstange. Das heißt, da braucht ihr gar keinen Ausschnitt für machen. Ja. Also verlege ich jetzt die Kabel und dann sehen wir uns gleich wieder. So, wieder einen Schritt weiter. Kabel bis hierhin verlegt, ein bisschen angestrapst. Den rechten Kabelsatz hier lang verlegt. Hier kommt er raus. Im Innenbereich. Ich mach mal Licht an. Hier saß natürlich die Pumpe für Zentralverriegelung drin. Muss man so ein bisschen sich Platz machen. Andere Seite war ein bisschen einfacher. Jetzt schmeiße ich den Stoßfänger wieder dran. Und dann geht es nachher daran, die Elektrik irgendwo an die Rückleuchten mit anzuklemmen. So, nächster Zwischenschritt. Wie ihr seht, Stoßfänger schon wieder dran hinten. Sieht, finde ich, richtig gut aus mit der Anhängerkupplung. Ich finde ja Autos mit Anhängerkupplung immer toll. Das sieht immer so ein bisschen nach was aus, finde ich. Manche mögen das nicht. Ich bin Freund von Rammbügel, Anhängerkupplung, Überrollbügel auf dem Polo drauf. Alles super, alles super, alles super. Jetzt habe ich hier nur noch die beiden Kabelstränge. Hier sind einmal 1, 2, 3, 4, 5 Kabel dran. Hier sind 4 Kabel dran. Die werden jetzt alles schön mit Schmarotzerklemmen angeschraubt. Angeklemmt. Ich denke, das mache ich auch noch heute. Eigentlich wollte ich das ja morgen erst machen. Aber oh ja, dann habe ich Sonntag Ruhe, dann schon besser. Machen wir jetzt noch eben schnell. Zwei Sachen noch. Einmal zum Kabelanschluss. Da sieht man sehr schön hier auf linken Seite. Hier, ich zeige euch das mal so. Auto, so linke Seite.
Da ist ein Massepunkt mit einer 10er Mutter, also eine 6er Mutter, 10er Schlüsselweite drauf. Da kann man wunderbar dieses weiße Kabel anschließen, also Massekabel. Ja, und der zweite, was ich unbedingt noch mal sagen wollte, ich weiß ja nicht, ob euch das klar ist, dieser Träger, der vorher unterm Stoßfänger war, der entfällt natürlich, der ist Schrott, der kann den Müll. Dafür habt ihr jetzt die Anhängerkupplung, die ist sowieso noch um einiges stabiler als dieser Träger. Beides passt halt nicht unter die Stoßstange, entweder Anhängerkupplung oder Träger. So, Massekabel habe ich da schon angeschlossen. Hier sieht man auch direkt den Stecker von der Rückleuchte. Den werde ich jetzt abziehen und dann mal mit der Prüflampe gucken, welches Kabel, welche Farbe wofür ist. Und dann werde ich hier so ein bisschen diese Schutzummantelung entfernen und dann kommen da einfach mit Schmarotzerklemmen die anderen Kabel angeklemmt. Also, easy peasy Sache. Ich hoffe, ihr habt eine Prüflampe und wisst, wie man damit umgeht, sodass ihr dann rausfindet, welches Kabel für Blinker und Schlusslicht ist und so. Ich werde gleich die Farben nochmal sagen, aber verlasst euch nicht zu 100% darauf, dass die Farben passen bei euch. Weil hin und wieder hat man da auch einen Dreher drin. Wobei, naja, wenn wir beim Polo bleiben, wenn ihr ein Polo habt, dann wird das schon passen. So, Info 1. Das schwarz-weiße Kabel, das auf Kammer 2 gesteckt ist, da stehen so Zahlen drauf auf dem Stecker, ich weiß nicht, ob man die so lesen kann, aber in echt könnt ihr das bestimmt lesen. Das schwarz-weiße ist für den Blinker links. Laut meiner Anleitung, Blinker links, also links und Blinker, hier auch mit Richtung angegeben, gelb, also mache ich jetzt das gelbe Kabel an das schwarz-weiße mit der Schmarotzerklemme. So, eine Seite ist fertig angeschlossen. Hier schön zu sehen. Ich kann euch die Farben nochmal durchsagen. Ich habe mir die jetzt aufgeschrieben, dass ich nicht bei jedem Kabel einzeln was machen muss hier. So, ich den Blinker an schwarz-weiß. Schlusslicht grau-schwarz. Die Nebellampe grau-grün. Naja, und Masse war halt das weiße Kabel einfach irgendwo anschrauben. Jetzt gucke ich gleich mal auf der rechten Seite. So, vielleicht hilft das noch, ne? Schwarz-weiß, grau-schwarz, grau-grün. Das war's. Naja, jetzt baue ich hier links ein bisschen zusammen die Kabel noch. Und dann gehen wir an die rechte Seite. So, meine Freunde, die rechte Seite ist auch erledigt. Alle Kabel mit angezwickt. Stopfe ich da gleich die Pumpe noch rein, in dieses Styroporzeug alles da rein. Und dann war's das. Ich sage euch noch eben die Kabelfarben zur Vollständigkeit halber. Und zwar kommt für den Blink, also auf der rechten Seite, links haben wir ja gerade, rechte Seite, der Blinker an schwarz-grün, Schlusslicht an grau-rot, Stopplicht, also Bremslicht, an schwarz-rot. Und der Rückfahrscheinwerfer an schwarz-blau. So, da habt ihr nochmal die Farben alle. Also, sag ich mal, viel Spaß beim Nachbauen. Und wir sehen uns demnächst wieder. Bis dann. Tschüss.